Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cities XXL Platinum. Wir sind jetzt hier in Folge 2 und müssen uns mal langsam anfangen, Gedanken zu machen über das sogenannte Micromanagement. Wir haben mittlerweile 1500 Einwohner. Noch ein Erfolg. Keine Arbeitslosigkeit erreicht. Okay. Schöne Sache. So. Wichtig ist beim Micromanagement, hier im Bevölkerungstab in der Statistik sieht man die vier unterschiedlichen Bevölkerungsarten. Und da sieht man, wie viel Prozent der Gesamteinwohner, wie viel von dem Wohnraum belegt sind und wie viel Arbeitslosigkeit wir haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Punkt, der gefällt mir nicht. Die minder qualifizierten Arbeiter haben wenig Jobs. Die nächste Stufe, die qualifizierten Arbeiter, denen fehlt es auch noch an ein bisschen Arbeitsplätzen. Müssen wir natürlich dafür sorgen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter nach links und sehen, hier ist alles schon belegt. Dann bauen wir noch ein bisschen Schwerindustrie auf. Machen wir einfach nochmal zwei Gewerbegebiete dazu. Warten ab, was dem dann passiert. Ja, der erste ist schon da. Das sieht gut aus. Da sind schon Mitarbeiter hin. Und wenn hier noch mehr dazu kommen, müsste eigentlich diese Zahl sinken. Eigentlich. Da kommt der zweite, da ist schon wieder einer. 36%, das wird im Moment nicht weniger. Ich glaube, da muss ich noch mal ein, zwei Gebiete mit dazusetzen. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Wir bauen hier noch eine einspurige Straße hin. Und bauen die noch ein bisschen weiter. Genau. Und setzen hier noch mal. Wobei natürlich. Ha, das dauert jetzt noch ein bisschen, ne? Weil die Industrie braucht nur, bis sie kommt. Ja, die Straße war jetzt auch nicht ganz umsonst. Ah, aber die Arbeitslosigkeit sinkt. Nur hier. Oh, das geht auch. Wir haben auch noch nicht so viel Verkehr. Schauen wir mal unten. Gut, an der Kreuzung geht es natürlich schon ein bisschen zu, das ist klar. Schauen wir mal hier. Es sieht noch relativ ruhig aus. So, da hätten wir vielleicht ein Gebiet weniger machen müssen. Okay. So, aber die Arbeitslosigkeit sinkt in beiden Bereichen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Haben wir denn schon neue Möglichkeiten? Einzelhandel. Beschwert ihr euch drüber? Das schauen wir einfach mal. Ja, was denn für ein Erfolg? Stufe 2. Also die sind eigentlich alle sehr zufrieden. Gut, Arbeitsplätze, klar. Ist gut, könnte aber besser sein. Wird gerade besser. Dienste passen. Warenangebot. Ja, das ist okay. Da könnten wir vielleicht noch, wenn wir schon dabei sind, Viehzucht haben wir. Obst, Gemüse können wir noch anbauen. Gemüse. Gemüse ist gesund. Obst, Gemüse. So, ungefähr so groß hätte ich getippt, oder? Nein, bisschen größer. Nimm noch nicht. So, jetzt haben wir's. Zu viele ungelernte Arbeitskräfte sind arbeitslos. Hat sich was geändert? Nee, es werden immer weniger. Schauen wir nochmal ganz kurz zu unserer Industrie auf der linken Seite. No, da sind wir daheim. Da sind noch zwei Plätze ungenutzt gewesen. Einer noch. Und dann könnten wir uns auch noch überlegen, die Straße hier vielleicht durchzuziehen.
Nee, das machen wir weiter oben. Das machen wir hier. Aber damit warten wir noch ein bisschen. Das nicht überall. Noch ist der Verkehr hier unten im überschaubaren Maß. Außer in der Ecke hier. So, wie sieht es denn jetzt aus? 11% Arbeitslosigkeit, das geht noch. Man könnte es noch besser machen. Und hier natürlich fehlt uns auch noch, klar. Kriegen wir aber noch. Wie machen wir da jetzt weiter? Machen wir noch ein weiteres Industriegebiet hin? Dann brauchen wir noch mehr Arbeitskräfte. Ja, das machen wir jetzt einfach mal noch. Oder? Ja. Nein, vielleicht. Schauen wir mal. Es gibt keine freien Stellen. Das ist richtig. Dann wohl noch ein Industriegebiet hinten dran. Nummer 2. Sollte eigentlich jetzt hoffentlich mal reichen, dass wir unsere Leute hier unterkriegen. 9% Arbeitslosigkeit, das ist schon nicht schlecht. Die Einwohner beklagen sich über ungenügend freien Wohnraum. Ja, okay. Da werden noch Leute eingestellt. Gut. Sollen wir schon weiterbauen? Bin auch am Überlegen. Ah, schauen wir mal. Wir haben hier noch öffentliche städtische Einrichtungen. Das Krankenhaus wird bei 2000 Einwohnern freigeschaltet. Ich hätte gesagt, wir brauchen noch einen Wohnraum. So, machen wir gleich ein großes Gebiet hier. So. 1600 Einwohner ist hier auch noch nicht allzu viel. Aber wie ihr schon seht, also das ist hier vom Micromanagement her sehr anspruchsvoll. Wir sehen hier natürlich, nachdem jetzt mehr Einwohner kommen, wird wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit wieder steigen und wir müssen wieder Industrie nachbauen. Was jetzt noch interessant wird, ist Lebensumfeld, Arbeitsplätze, klar passt, Warenangebot. Die Situation ist gut, könnte aber besser werden. Das Interessante ist, was könnten wir denn dann da noch machen? Das scheint alles ganz gut zu funktionieren. Steuern, Landwirtschaft. Was? Cashflow ist über 5000. Jawohl, so mag ich das. Je mehr Einwohner, desto mehr Kohle. Natürlich wollen die auch was von uns haben, nicht? Ist klar. So, wie sieht es denn hier aus? Nahegelegene Düngemittel haben wir keine. Umweltverschmutzung passt. Nahegelegene Silos haben wir keine. Können wir noch keine bauen. Guck, ich darf noch nicht. 10 Bauern, wie viel brauche ich dafür? Alter Verwalter, habt ihr da mal eine Klatsche oder wie? Gesundheitsdienst freigeschaltet. Sie haben mittlere Hotels freigeschaltet. Nächste Stufe bei 5000. Viel Erfolg. Danke. So. Na, schauen wir mal. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Die liegen dann theoretisch alle im grünen Bereich. Das würde mir gut gefallen. Und dann würde das auch nach rechts nochmal das gleiche Gebiet freischalten. Hin damit. Da
steht unser kleines Krankenhäuschen. Schöne Sache. Kostet natürlich Geld, ist klar. Hier, 1000. Puh. So, und was ist mit euch los? Qualifizierte Arbeit, niedrige Dichte. Ja, ist sehr gut. Sie haben mehr als ein gesundes Gebäude gebaut. Ich habe genau eins gebaut. Passt eigentlich alles. Jetzt ist alles hier grün. Na, da drüben ist nicht ganz grün, aber okay, das müsste noch in Ordnung gehen. Gut. Dann natürlich mal wieder nach unseren Arbeitslosenstatistiken gucken. Ich liebe es. 10% und 16%. Es wird langsam. Wie sieht es hier mit freien Flächen aus? Alles schon wieder voll. Ich mag gar nicht so viel Schwerindustrie. Halt, bevor wir jetzt großartig gucken. Schauen wir mal lieber. Benötigte Einwohnerzahl 10.000, 75.000. Benötigte Einwohnerzahl 5.000. Ich denke, wir sollten erstmal auf die Einwohner gehen. 5.000. Nächste Grenze. Machen wir hier das Industriegebiet erstmal mit Schwerindustrie noch fertig. Und zwar von hier bis hier bis hier. So, und damit können wir nämlich auch unter Umständen hier noch... Wie machen wir das jetzt hier weiter? Bauen wir einfach nach rechts weiter? Ja, machen wir nochmal so einen schönen Wohnblock für die ungelernten Arbeitskräfte. Sowas hier. Wie ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal nur so. Und schwupp, kommen sie schon. Das ist ja der Hammer. Die Straße da unten sollten wir weiterbauen. So. Und dann bauen wir gleich noch mehr Wohngebiete dran. Insgesamt bauen wir 5. Genau. Das Verhältnis müsste auch ganz gut zur Industrie passen, hoffe ich. Hoffe ich. Freizeit haben wir ja auch schon eine kleine... Ein Basketballplatz. Kostet uns 1500. Schwupp. Die Leute wollen schließlich in ihrer Freizeit auch was tun. Sporteinrichtungen, kulturelle Einrichtungen. Das haben wir noch nicht. 5000. Hotels? Brauchen wir das eigentlich schon? Ja, eigentlich schon. Das kleine Hotel. Für Stadtbesucher. Genau, wir brauchen Business Hotels. Das kleine Hotel. Weil damit laufen nämlich dann theoretisch und praktisch die Büros besser. Weil dann kommen die Gäste, die Abschlüsse hier machen wollen, können dann quasi in der Nähe schon übernachten. Bauen wir da ein. Zwei Stück oder ein Stück? Ein Stück muss das mal reichen. Dann schauen wir mal, wie das ankommt. Huch, Erfolg. Freizeit, juhu. Motel, Qualität, verfügbares Passagiertransport, Rentabilität, ist vor kurzem gegründet, ungelernte und unqualifizierte Arbeitskräfte. So, dann schauen wir mal wieder. Hier. 16, 17. Wie sieht's hier aus? Steht leider nicht mit dabei, wie viele Arbeitskräfte die brauchen.
noch der nächste Upgrade. Bei denen war für das Silo insgesamt 10 Bauernhöfe. Umwelt, mehr als ein Umweltgebäude gebaut. Welches? Egal. So, schauen wir mal. Wie sieht es denn bei euch jetzt aus? Qualifizierte Arbeitskräfte haben wir genug. Rentabilität sieht nicht schlecht aus. Sieht auch ganz gut aus. Und hier sieht auch ganz gut aus. Passagiertransport gefällt ihm nicht ganz so. Ja, kann ich verstehen. Hätte man vielleicht eher da unten hinsetzen sollen. Wir können es aber noch abreißen. Egal. Da hinten haben wir noch ein Wohngebiet, noch ausgewiesene. Jetzt schauen wir mal, wie es mit ihrer Zufriedenheit aussieht. Arbeitslosigkeit ist das größte Problem. Der Einwohner ist trotz einiger Probleme zufrieden. Beklagen Sie über ungenügend freien Wohnraum. Ist richtig. Wir haben kaum freien Wohnraum für euch. Wir haben aber auch kaum Jobs für euch. Deswegen sollte man da ein wenig Obacht geben. Naja, 5% ist eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Die hier sind natürlich heftig. Muss ich da jetzt schon wieder erweitern? Na gut. Weil ihr seid. Wie weit sind wir mit den Einwohnern? Noch nicht weit genug. Schwerindustrie müssen wir doch noch bauen. Drauf. Buff. Großes Gebiet. Fertig ist der Lack. Wir brauchen nämlich noch mehr Einwohner. Wir brauchen insgesamt 5000 Einwohner. Puh, kriegen wir das hier noch hin? Ich glaube nämlich nicht, weil jetzt sind alle Gebiete belegt. Schauen wir mal. Ja, doch. Sieht aber trotzdem süß aus irgendwie. Ja, das sieht aber schon fast sehr nobel aus. Ja, ich weiß, dass die Arbeitsplatzsituation nicht so toll aussieht. Das ist mir alles klar. Ich bin hier gerade dabei zu bauen. Nur nicht hudeln. Natürlich wird es unten jetzt auf der Straße auch gleich ein bisschen heftig werden. Ja, da kommt langsam die Industrie. Das passt schon. Das ist alles okay. So, jetzt haben wir 3800. Das heißt, wir brauchen... Wie viel haben wir denn jetzt? Das sind 10... Und 10 und 6 macht 26, macht 30. 30. Sieht soweit ganz gut aus. Ja, ist ja gut. Wohnraumbelegung 100%. 30. Wir müssen also nochmal 10 auf jeden Fall dazu bauen, mindestens. Ja, wir haben hier schon ausgebaut. Dann bauen wir nochmal 10 dazu, dass wir zur nächsten Stufe kommen. 2, 4, 6, 8, 10. Puff. Dann sollten wir doch über die 5000 springen können langsam, ha? Über die Klinge. Oben könnte man die Straße theoretisch mal ausbauen. Nö, sehe ich gar nicht ein. Wir bauen nochmal einmal Einzelhandel. Einzelhandel, niedrige Dichte. Nochmal so ein Blöckchen dahin. Das sehen wir nämlich. Da hinten ist nämlich ganz übel. Bauen nochmal einen Block hin. Zwei Blöcke. Zwei Blöcke. Genau. Das sieht doch gut aus. Da gehen natürlich auch gleich Arbeitskräfte verloren, ist auch klar, aber... So, und da drüben haben wir noch Platz. Das sieht gut aus. Das ist schon richtig angewachsen, ist toll. Glaube ich's noch. Wir spielen ja noch gar nicht allzu lange und das Ding ist wächst und gedeiht wie sonst was. So, interessant ist auch noch, der Punkt kann ich
diese Straße. Ich sehe keinen Unterschied. Einspurige Straße. Okay. Wenn du meinst, dass das eine einspurige Straße ist, dann okay. So, nun sehen wir schon langsam das erste kleine Problemchen. Dem wir natürlich auch noch entgegnen können. Indem wir nämlich da oben eine Parallelstraße bauen. Einspurig. Von hier nach hier. Was wir nämlich noch machen können ist, wir können sagen, die Straße führt von jetzt hier gesehen Ost nach West und die von West nach Ost. Und damit hätten wir nämlich hier schon mal ein bisschen die Lage entspannt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das wird sich gleich von selber erledigen. Was natürlich doof ist. Ich kann eine kleine Landstraße daraus machen. Das ist doch kein Upgrade. Naja, gut. Kreisverkehr. Das wäre natürlich da unten auch eine Möglichkeit. Gewesen. Da hätten wir natürlich vorher die Straßen bauen müssen. Das ist natürlich ein bisschen auch der Nachteil dran, wenn man sich hier die Gebiete automatisch zuweisen lässt, dass die Straßen festgezurrt sind. Das heißt, die Straße hier, wenn wir vielleicht noch mal wegreisen müssen. Auf jeden Fall diese eine Hauptstraße hier sieht ja gar nicht so übel aus, außer jetzt an der Ecke. Aber wir haben später noch andere Möglichkeiten, da noch einzugreifen. Das geht eigentlich. So, wir haben 5000. Was ist los? Was ist los? Neue Gebäude verfügbar. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier mit mittlerer Dichte sogar schon mittlerweile. Okay. Die nur mit niedriger, das wäre mit 10.000. So, Industrie. Produktionsgewerbe. Na dann mal auf. Und zwar nach da unten hin, oder? Nach oben hin. Machen wir nach oben hin. Produktionsgewerbe. Was machst du jetzt nicht? So, und schon machen wir Produktionsgewerbe. So, und was braucht ihr? Dekoration. Hier. Wurde vor kurzem gegründet. Braucht qualifizierte Arbeitskräfte. Gut. Und damit müssen wir unsere qualifizierten Arbeitskräfte, wo wir fast keine mehr haben. Wir haben keine mehr. Super. Ich denke, wir sollten hier nochmal qualifizierte Arbeitskräfte noch uns ranholen. So. Qualifizierte Arbeitskräfte. Und das wäre jetzt noch interessant. Mittlere Dichte. Kann ich das jetzt hier nachträglich upgraden? Nee, kann ich nicht. Mal mit dem kleinen Wohnblock hier aus.
was da der Unterschied ist. Ah, ich sehe schon. Wasserversorgung, Elektrizität, Abfallentsorgung, Erdölförderung, unqualifizierte mittlere, kleines Produktionsgewerbe, 10.000 nächste Stufe. Sehr schön. So, und was haben wir jetzt hier? Bildungsangebot nicht zufriedenstellend, Arbeitsplatzsituation nicht zufriedenstellend, Freizeitangebot nicht zufriedenstellend. Hallo? Ist ja gut, ich verstehe dich ja. Grundversorgung, städtische Einrichtungen, schauen wir es mal hier. Gesundheit. Das ist das kleine Gesundheitswesen. Das Gesundheitszentrum, medizinisches Zentrum. Was hatten wir denn jetzt eigentlich gebaut? Schauen wir nochmal. Gesundheitszentrum. Na, das ist eigentlich okay. So, und dann hatten wir hier noch städtische Einrichtungen, Bildung. Naja, komm. Das ärgert mich, dass es ein bisschen klein geraten ist hier, ne? Aber gut. Schauen wir mal, wie viel... welchen Bereich das Ding abdeckt. Noch nicht genug. Ach, wisst ihr was? Es spielt doch eigentlich keine Rolle. Hin damit. Bauen wir doch einfach mal hier so eine ganz simple Grundschule hin. Dieses Gebäude braucht qualifizierte Arbeitskräfte. Ja. Haben wir hier schon ein paar hingesetzt. Die jetzt gerade noch ein bisschen Gebäude aufbauen. Und wahrscheinlich jetzt dann gleich wieder alle schreien, dass sie keine Arbeitsplätze haben. Hm? 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 11% Arbeitslosigkeit ist hier natürlich auch noch nicht so toll. Okay. Wir haben natürlich wieder ein paar neue Sachen. Ja, ist ja gut. Über 10.000. Das ist aber echt positiv mittlerweile. Das gefällt mir gut. So. Wir hatten hier bei den Grundversorgungseinrichtungen Elektrizität. Da haben wir ein kleines Kraftwerk, eine Wasserpumpe, ein Ölfeld, einen Schrottplatz, eine Mülldeponie und ein Windrad. Was hat eine Wasserpumpe bitteschön mit... steht Wasser bereit eben. Achso, das war generell alles. Okay, Elektrizität ist das hier. Sollen wir uns einen Windpark hinstellen? Wir müssen ja nicht in die Nähe von der Stadt stellen, ne? Das ist der Wasserturm. Abfallverwertung. Da. Ja, sehr schön. Gut. Schrottplatz und Mülldeponie. Und was ist der Unterschied? Das wollte man wohl nicht sagen. Kraftstoff, Ölfeld. Wäre, glaube ich, mal an der Zeit. Dann haben wir hier nämlich auf der Übersichtskarte Ressourcen Öl. Hier. So, da müssen wir ein bisschen Obacht geben. Da bauen wir jetzt einfach mal hier ein Kraftstofffeld. Kostet uns 2 von 4. Schwupf. Und wie wir sehen, wenn wir so ein Ölfeld hinstellen, ist gleich ein großer Kreis davon weg. Man darf also hier keine zweite Ölförderung hinstellen. Ist in Ordnung. Soll uns nicht weiter stören. So, und da sehen wir schon. Geht hier recht schnell. So, was haben wir denn hier?
Büro-Dienstleistungen sind viel zu schwer zu beschaffen. Erhöhen Sie die Produktion oder importieren Sie diese gute Filiale. Ja, okay. Also, wir sehen schon, wir brauchen Büros mittlerweile wieder. Anfänglich drüber gelästert und jetzt? Jetzt brauchen wir sie wieder. Wo bauen wir sie denn hin? Industrie? Büros? Nee, da gefällt's mir nicht. Das könnte ganz gut hinkommen. Ich denke, wir werden hier auch bei der Straßen... Büro-Dienstleistungen. Gut. Sieht bisher ganz gut aus. Okay. Ja, danke, das weiß ich auch schon, dass ich das gebaut habe. Mensch, ihr seid ein bisschen hinter der Zeit hier. Aber das unten gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Keine Arbeit für qualifizierte Arbeitskräfte, ist doch gar nicht wahr. Erzählt mir keinen Schrott. Theoretisch könnten wir das ja schön mit dem Kreisverkehr hier. Ne, das machen wir jetzt mal anders. Oder? Ja. Die Straße führt jetzt nach rechts. Die Straße führt nach rechts. Die bitte auch. Die bitte auch. Müssen wir jetzt einzeln anwählen, ja gut. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Bis hierhin, das reicht uns erstmal. Und da oben machen wir genau das Gegenstück. Nach links. Das geht natürlich wieder in die falsche Richtung. So. Also die Pfeile zeigen jetzt nach links. Das ist eine Einbahnstraße. Und die Pfeile zeigen nach rechts. Ist auch eine Einbahnstraße. Sehr gut. Sehr gut. Und es führt sofort zu einer Entlastung. Ich bin begeistert. Wie sieht's hier aus? Ja, geht so. Geht so. Ich denke, die erste Stadt wird auch nicht unbedingt die beste Stadt werden. Ist klar, ne? Die erste Stadt braucht man für seinen Feind, die zweite für seinen Freund und die dritte für sich selber. Oder wie war das? Oder war das bei Häusern? Nee, egal. Ja, das sieht auch ganz, gar nicht so schlecht aus. Vor kurzem gegründet. Nebeneffekt Umweltbelastung. Ja, ist ja gut. Wenn ihr produziert, dann belastet ihr die Umwelt ein bisschen. Ist mir schon auch klar. So, was haben wir noch als nächstes? Was wäre das dann? Wissen wir nicht. Aber es wäre bei 15.000. Bei 10.000 haben wir dann erstmal die nächste Entwicklungsstufe. Naja, egal. Wir werden jetzt dann uns gleich noch um weitere Dinge kümmern. Bis gleich.